sortiere das alles mal ein bisschen hier unten hin, damit das alles da ist. Also nimm bitte den und upgrade ihn zu den. Und nimm bitte den und upgrade ihn zu den. Und dann Save drücken nicht vergessen. Okay, und dann upgrade einfach mal das da. Und upgrade mal die Ärmchen hier. Und diesmal drücke ich nicht doppelt oder sonst irgendwas. Einfach warten. Einfach warten. Gut. Wow, ist das ein rotes Rot. Okay. Ja, aber mache jetzt eine Superman-Mauer mit Blau und Rot. Ja, okay. Türkis und Rot. Gut, das sollte jetzt also Stromprobleme noch weiter beseitigen. Auch wenn sie... Das kommt jetzt von dem Abreißen, oder? Und weil wir eine höhere Kapazität haben. Irgendwie kommt mir das gar nicht komisch vor. Na gut, bauen wir mehr davon. Und setzt mal die letzten Punkte, die wir haben, hier in noch mehr Tage. Und dass da soweit alles klappt. Kommen die ersten Göttermodule wieder an? Nein. Warum nicht? Weil Vierermodule fehlen. Werden Vierermodule angefordert? Nein. Okay. Das könnte auch erklären, warum es nicht weitergeht. Hier sind nämlich nur Dreier drin. Dreier brauchen wir nicht. Wir brauchen hier Vierer. Fordere bitte Vierer an. Hier können die Dreier rein. Dreiermodule rein. Und hier können die Zweiermodule rein. Also war es ja kein Problem mit den Edelsteinen. Es war einfach nur die Tatsache, dass ich keine Module angefordert habe. Na gut. Wo ist die nächstgelegene lila Kiste? Da. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Was ein Kram hier. So. Ich hatte die Türme angefordert, richtig? Nein, hatte ich noch nicht. Okay, dann forder bitte an. Die goldenen Topastürme. Und die silbernen Topastürme. Das Ding kann auch weg. So, und jetzt legen wir einfach. Das Ding da sah gut aus, ne? Mit direkt am Wasser, einmal drumrum. Mhm. Türme? Quatsch. Mauern? Können helfen, ja. Mach mal, Kohle weg. Und forder dafür Sandmauern an. Ja komm, mach Sandmauern. Obwohl, nee. High-End und so, ich werde jetzt keine Sandmauern aufstellen. Bitte bau hier irgendwo das Ding dahin. Und den Tungstenmauern. Wir wollen Tungstenmauern haben. Absoluter Overkill, absolut unnötig, aber ich will es haben. Forder an Tungstenplate. Beschränk dich auf 4 Stacks davon. Und du kriegst jetzt Tungsten. Wenn es denn soweit ist. Okay, das heißt, ich gehe jetzt schon mal rüber, setze die Stromleitung, setze die ersten Türme und ich setze einfach so viele Türme, die ich hoffentlich auch schon im Inventar habe. Ja, es reicht. Und setze auch so viele Türme, dass niemand die Stromversorgung kappen kann. Und dafür, dass wir so im super ultra-High-End-Bereich gerade sind und gar kein Problem mehr haben, dafür laufe ich noch ziemlich langsam. Ich glaube, ich pimpe meine Rüstung auch noch ein bisschen. Dafür, dass ich eigentlich die Staffel abschließen wollte, fallen mir immer mehr Dinge ein, die ich noch machen könnte. Einfach nur so just for fun. Bau. Ach, die braucht mir so komische Sachen, ne? Einer Speed-Module und rote Engines fehlen jetzt. Nimm die raus, forder an rote Engines. Nimm die raus, forder an. Das war was anderes? Speed-Module, ne? Ja. Einer Speed-Module. Genau. Lass die Sachen noch kurz anfliegen. Ich brauche mehr davon.
Na komm schon, Jungs. Chop, chop, chop. Ich forsch mal Geschwindigkeit. So, go. So, noch ein Lauf, den die Reski unterwegs machen. Also nimm dich. Wie war es jetzt einfach gedrückt halten, ne? Nein. Shift. Wow. Nein, nicht Shift gedrückt halten. Es gab doch diesen einen Trick, wo man einfach irgendwas gedrückt halten konnte und dann baute er sie immer automatisch dahin, wo es verbunden war. Was passiert, wenn man mal zwei, drei Wochen kein Factorio spielt? Ah, einfach linke Maustaste gedrückt halten und nicht zu schnell laufen. Das ist der Trick. So, das ist schon viel zu nah dran. So, und jetzt testen wir einfach mal von hier. Ich sollte mal wieder Munition anfordern, fällt mir gerade auf. Nicht, dass jetzt irgendjemand hier es schaffen könnte, mich in die Verlegenheit zu bringen, zu sterben oder so. Du weg. Gib mir... Ugh. Highly Advanced Laser Shotgun Battery, richtig? Ich glaube schon. Liebe da anfordern. So, ich stelle jetzt mal hier einen Silberturm hin. Also, viele. Komm echt ran. Oh, der Spawner wurde zerstört. Das ist nicht gut. Silber und Tag. Ich will gar nicht den Stromverbrauch wissen. Okay. Also, es sollte so klappen. Das sieht lustig aus. Sollte so klappen. Allerdings haben wir zwei Spawner vernichtet. Jetzt sind nur noch zwei übrig. Und, na doch. Also wir müssen kurz warten, bis jetzt einer dann rumpatrouilliert und dann hier in die Nähe kommt. Dann wird er angetickt von dem und dann spawnen die nächsten, die patrouillieren rum. Irgendwann gehen sie in den Südosten, dann schießt er wieder und das war's. Nächster Schritt wäre jetzt also Fließbänder. Und Licht. Ich hätte gerne Licht hier. Bau, während wir am Rumwuseln sind. Was fehlt hier jetzt? Mehr Speedmodule. Okay. Zurück zur Basis. Das Ding da oben sollte ich in Ruhe lassen können. Da kommt jetzt keiner mehr durch. Hier rum. Also jetzt hier mal auch ein paar davon. So, so. Dann baue ich jetzt vier davon. Was fehlt hier? Zweiermodule. Okay, nimm die raus. Nimm dafür Zweiermodule rein. So, also. Ich bin wieder in der Basis. Ich kann wieder versorgt werden. Ich wollte holen Fließbänder. Davon hatten wir schon einen recht großen Vorrat einmal angelegt. Als ich die Idee hatte, einmal komplett um die Basis rum die Fließbänder zu legen. Was ich dann irgendwann doch gelassen hatte, weil wir keine Notwendigkeit mehr hatten, Alien-Artefakte einzusammeln. Aber die Fließbänder müssten noch da sein. Das heißt, wir kicken jetzt wieder irgendwas raus. Diesmal nimm bitte mehr davon. So. Wir kicken diesmal. Es ist übrigens immer noch nicht genug Logistik. Das ist ein wenig komisch. Wir kicken die Goldtürme raus. So. Und dafür hätten wir jetzt gern die Fließbänder. Und zwar mehr. So. 1000 Stück. Werden wir nicht haben, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und dann können wir wenigstens die da sind, ins Inventar geflogen werden. Das ist okay. Ich hätte vielleicht auch noch mehr Eisenzahnräder anfordern sollen. Egal. Vier Exoskelette und dann hoffentlich auch bald die nächste Stufe an Exoskeletten. Definitiv mehr Zahnräder anfordern. Noch mehr Zahnräder anfordern. Du, gib mir mehr Zahnräder. Die nächste Stufe der Exoskelette haben wir da. Die kommen alle in die Rüstung rein und ich hoffe mal, dass es damit Energie hinhaut.
Aber das sollte eigentlich klappen. Wir haben 6 MK5-Reaktoren und das sind nur MK3-Exoskelette. Das ist schon okay. Sind die Zahnräder alle da? Gut. Bau. Die da. Go. Mauern sind ein paar neue angekommen, das ist gut. Türme habe ich auch noch ein paar mehr bekommen, obwohl die da oben eigentlich reichen sollten. Wie sehen unsere Vorräte an Strom aus? Gut. Ist mehr als vorher. Also ja, es ist nur bei 80%. Aber die 20%, die da jetzt gerade fehlen, sind die 20%, die wir mehr bekommen durch die letzte Stufe der Akkus und Solarpanels. Das hat ganz schön lange gedauert mit dem hier. Und ich glaube, ich nehme mal. Hat man noch bessere Laufdinge? Exoskelett MK4. Go. Achso, ich sollte erstmal gucken, was die brauchen, damit ich die Sache auch schmarrn fordern kann. Nur noch mehr Stahl, noch mehr Zahnräder und noch mehr Speedmodule. Die wir alle haben sollten. Stahl auch. Das ging schnell. Was brauchst du? Noch mehr Stahl, noch mehr Zahnräder. Noch mehr Speedmodule. Okay, go. Also wir könnten gleich alle unsere Exoskelett-Dinger auf die MK 4560 Stufe bringen. Okay. Also wie viel geht das bis 7? Und braucht alles keine lila Tränke. Das muss sehr praktisch sein. Also wenn man noch nicht so im High-End-Bereich ist und den MK6er Exoskelett hat, dann kann man ja vor allem weglaufen. So, go. Wie viel mehr Reichweite haben die Goldenen? 88? 75? Naja, ist okay so. Ist völlig okay so. Bau. Wow, brauchen viel mehr Stahl. Also es frisst Ressourcen ohne Ende. Das rummalbern mit den Exoskeletten jetzt, aber was soll's. Also wirklich rankommt hier keiner. Dennoch mache ich das mal so, dass wenn jemand rankommt, wird es nach oben geschoben. Und hier hinten ist dann der Abholbereich. Bis ganz da unten sind die hingekommen. Ja. Ich denke, es wird nicht reichen, was ich dabei habe. Aber es ist ein Anfang. Sollte ich das automatisieren? Ja. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, das jetzt alles von Hand zu legen. Das heißt, wir brauchen Roboports. Roboports waren hier. Nicht um die ganz tollen, oder? Ach, was soll's, bau einen davon. Mach mal hier ein Loch rein. Zwei davon. Brich das kurz ab. Und Vorderbleizahnräder. Was? So, Bleizahnräder sind wieder Ditec. Genau, Bleizahnräder anfordern, das anfordern. Mehr Exoskelette bauen. Die hier zumachen, so. Da sind die Zahnräder, gut. Dann bauen. Davon welche. Brich das kurz ab. Okay, also ein, dann wahrscheinlich hier irgendwo hin. Ein da oben hin. Dann kommen mir auch noch die Kisten dazu. Und dann schmeiße ich einfach alle Fließbänder in die Kisten und mache hier ein Blueprint für die Fließbänder. Ist hier nicht wirklich kompliziert. Das heißt, du kriegst die ganzen Fließbänder. Und spaßeshalber auch die Leichen. Oh, damit sie irgendwann mal abtransportiert werden können. Erster ist fertig, so. Bis wo bist du verknüpft? Ah, bis da. Okay. Nächste Folge. Machen wir die Monsterfarm zu Ende. Also ich mache die komplette Fließband-Verlegeaktion mit den Robotern dann, mit dem Blueprint. Baue eventuell die Mauer noch ein bisschen ordentlicher hin. Und dann wäre es eigentlich auch gewesen. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen extravaganter vorgestellt. Also richtig so eine Mauerwall, einmal komplett um die Basis rum, aber das ist absoluter Schwachsinn.
Es macht keinen Sinn, einmal komplett eine Mauer rumzubauen und überall Türme zu haben. Weil sie sollen ja eh alle zu einem Punkt laufen und nicht zu 10.000 verschiedenen Punkten, was das ganze Aufsammeln noch viel schwieriger macht. Ja, also das bauen wir in der nächsten Folge zu Ende. Dann gucke ich, ob ich noch irgendeine Kleinigkeit machen will und danach wird dann die Staffel beendet durch das Setzen von dem Ding da. Ich werde aber trotzdem, bevor ich das Ding setze, also die Rocket Defense, noch einmal abspeichern, falls noch irgendwas dazu kommt. Es gab unter anderem noch den Vorschlag von mehreren Seiten, den Atomreaktor zu bauen. Aber ehrlich gesagt ist mir das zu kompliziert und da habe ich momentan nicht so die Geduld für. Also der Atomreaktor wäre das da. Nee, gar nicht. Wo war der? Also ja, den Yoki-Atomreaktor könnte man natürlich auch bauen. Auch wenn das primär ein riesiges Puzzle sein soll. Aber es gab noch einen anderen Mod, der extra nur den Atomreaktor macht. Ich glaube, die ganzen Sachen dazu habe ich noch gar nicht erforscht, weil es mir zu kompliziert war. Genau, das hier. Aber da jetzt rumzutüfteln, habe ich nicht so die Geduld für. Ich brauche immer den Ansporn, ein bisschen überleben zu müssen und so weiter. Also den Survival-Aspekt brauche ich. Einfach nur bauen, des Bauens wegen ist mir immer zu langweilig. Ja, also das machen wir dann nicht. Also gut, dann sehen wir uns nächste Folge, wo wir das beenden. Und dann überlege ich mir weiterhin auch, ob Hardcurio oder die nächste Version vom Shadow Modpack. Falls ihr dazu Meinungen und Ideen habt, immer her damit. Ich lasse mich ab und an auch ganz gerne von anderen Leuten beeinflussen. Also dann, bis später.